Herzlich willkommen hier beim Rudermisten. Heute wird wieder gekocht. Es gibt wieder ein Gericht aus dem Feldhandbuch für Zubereitung von heißen Speisen im Feld. Und es gibt wieder ein Gericht, wo drei Variationen bestehen. Einmal eine Erbsensuppe, eine Linsensuppe oder Bohnensuppe und eine Gerstensuppe. Ich werde die Gerstensuppe ausprobieren, weil Erbsen, Linsen oder Bohnensuppen, die sind in der heutigen Zeit noch bedeutend bekannter, auch was geschmacklich angeht. Aber mit Gerste wird heutzutage relativ wenig gekocht. Deswegen nehme ich diese Variation. Die Kochzeit des Grieses vorweg beträgt 25 Minuten ungefähr. Der Rest kommt dann auch nochmal 20-25 Minuten dazu, je nachdem wie fein man schneidet. Das heißt, inklusive allem hat man ungefähr 45 bis 50 Minuten Kochzeit. Das kam auch am Ende so heraus. Schauen wir uns jetzt unsere Zutaten an. 600 Milliliter Wasser, also fast eine komplette Feldflasche. Wir haben 75 Gramm Fleisch oder 1/8 Konserve. Wir haben 50 Gramm Grieß, der Gerstengrieß oder die Gerstengraupen sind richtig schön grob. So was Ähnliches gibt es auch für Weizen und Buchweizen. Das wäre historisch so die richtige Richtung. Heutzutage sind die Grieße etwas feiner alle geworden. 150 Gramm Kartoffel, also eine in Faustgröße. 10 Gramm Zwiebel, 15 Gramm Karotte, 5 Gramm Salz und was ich dann auch nochmal spannend fand, ungefähr ein Blatt Lorbeer. Hat ein bisschen gedauert, deswegen kommen die Gerichte auch etwas später erst, denn ich war mir nicht ganz sicher, ob sie wirklich Lorbeer im Feld immer dabei hatten. Jetzt habe ich aber eine Quelle oder mehrere Quellen gefunden, Bücher aus dem DDR-Verlag. Dort wird es öfter mal erwähnt, dass sie doch scheinbar Lorbeer dabei hatten. Das erste, was wir machen, erstmal knapp 600 Milliliter Wasser abgemessen. Natürlich nur grob nach Auge. Ein bisschen geht noch. Ja. Das sieht gut aus. Ein bisschen behalten wir uns zum Trinken vor. Und als allererstes, bevor wir irgendwas machen, ab mit dem Grieß da rein. Schon einmal schnell umgerührt. Und das Ganze bringen wir dann schon mal aufs Feuer. Fertig. Und das sieht doch schon ganz anders aus als diese feine Buchweizengrütze.
aus dem deutschen Markt. Das ist eine schöne grobe Grütze. Ab auf den Tisch damit. Dann lass uns jetzt mal Blätter raussuchen. Ja. Hallo. Ich hatte doch zwei reingetan. Ah. Die Menge und die Festigkeit, ihr habt es ja im Topf gesehen, das ist wirklich gut geworden. Davon wird man auf jeden Fall sehr gut satt. Und jetzt gucke ich nur noch mal, wie das Gesamtergebnis schmeckt. Heiß, aber sehr gut. Und denkt dran, bei dem Wetter die kleine Wasserkanne mitzunehmen. Kann ich auch wieder sehr empfehlen. Schmeckt ausgesprochen gut. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.